Juhu, Sims 3-Freunde, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play die Sims 3 Into the Future. In die Zukunft, darum dreht es sich nämlich im neuesten Add-on für die Sims 3. Die Sims können in die Zukunft reisen. Es gibt schwere Schwankungen und Verzerrungen im Raum-Zeitkontinuum und nein, im Raum-Zeitkontinuum, nicht im Q-Kontinuum. Schade, das hätte ich mir mal gewünscht, ein Star Trek Add-on, aber hey. Into the Future ist eine super geniale Idee, dass wir mit unseren Sims in die Zukunft reisen können. Wir können auch die Zukunft beeinflussen, je nachdem wie wir mit unserer eigenen Umwelt in der Gegenwart umgehen. Da gibt es jede Menge Features, die auf uns zukommen, jede Menge Berufe, jede Menge neue Möglichkeiten und Fähigkeiten. Und das Ganze lässt sich natürlich nicht im Rahmen unseres normalen Let's Plays auskosten und auch nicht innerhalb eines Livestreams vernünftig zeigen. Deswegen wird es Zeit wieder für ein neues Sims 3 Let's Play, das dann parallel zu den anderen läuft. Da ja das mit Sims Inselparadies auch schon so gut geklappt hat und Sims Inselparadies jetzt bald verschmelzen wird mit dem normalen Sim 3 Let's Play, haben wir jetzt halt die Möglichkeit, ein neues Projekt zu starten, was halt quasi dann Sims Inselparadies irgendwann ersetzen wird. Momentan laufen die Projekte dann halt noch zu dritt nebeneinander. Und wir haben geballte Sim-Power auf meinem Kanal, aber ich kann nicht widerstehen, ich liebe dieses Spiel und ich möchte das mit euch natürlich auch genießen. Online-Features, da verzichte ich jetzt mal ausnahmsweise drauf. Wir laden jetzt einfach die Map. Ja, ich möchte diese tolle Anmeldung skippen. Und wir sehen schon das Neueste vom Patch. Wir können jetzt Skins vom Original-Schnellboot anklicken. Wir können hier auf unserem schlanker Plastik... unserem Ladebildschirm herumklicken und Lebenspunkte, Lebenszeitbelohnungspunkte verdienen. Trihi, Glas, Standard, was auch immer damit gemeint ist. Das sind immer verschiedene Bilder aus den verschiedenen Add-ons. Die sind teilweise ziemlich cool gemacht und ziemlich cool gestaltet. Da könnt ihr euch dann halt Zufriedenheit auf Lebenszeitpunkte verdienen, indem ihr die entsprechenden Sachen auf den Suchbildern findet. Das Ganze kann man natürlich auch im Optionsmenü deaktivieren, wenn man das nicht möchte. Ich finde es eine super niedliche Idee. Wenn man schon mit Ladebalken geschlagen ist, dann doch bitte auf eine freundliche Art und Weise. Ich habe uns auch schon Familie und Haus erstellt, mit der wir spielen werden, damit wir da in einem sehr langen Prozess, weil ich eine Idee umgesetzt habe, dass wir da, also wir skippen damit einen etwas längeren Prozess, der in den Videos durchaus langweilig geworden wäre, weil ich da viel nachdenken musste und beim Grübeln bin ich meistens still. Ich werde euch aber trotzdem jetzt anhand eines Beispiel-Sims alles zeigen, was es Neues im Cast gibt, also neue Frisur, neue Kleidungsstücke, neue Tattoos, die neuen Charaktereigenschaften und Lebenszeitbelohnungswünsche. Da werde ich euch alles zeigen, was es gibt. Und was es dann sonst noch zum Verbauen gibt, das werden wir sowieso im Laufe des Let's Plays kennenlernen. Und ich würde mir jetzt wirklich wünschen, der Ladebalken würde so schnell voranschreiten, wie er das vorhin die ganze Zeit gemacht hat. Dreierpack-Jalousien. Oh, okay, spontan fertig. Spontan fertig, ist ja unglaublich. Und zwar habe ich uns das hier erstellt, die Wissenschaftler. Eine Dreierfamilie, also drei Leute, kleine Familie, ist ein bisschen falsch. Also wir haben den verrückten Professor, seinen Sohn, der inzwischen den Laden leitet, und seine Assistentin. Das ist die Mirabella Mangold, unser quasi Hauptcharakter in dieser Geschichte. Und das Ganze spielt in einem großen Laborkomplex. Dahinter sind ein paar Wohnungen, in denen alle wohnen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie das da funktioniert. Eine Katze gibt es auch, ja, den Fridolin, als kleine Hommage an das Let's Play von Gronkh. Dass ich immer nur vermisse. Das war so ein schönes Sims-Let's Play. Aber ich sehe ja selber, wie umfangreich Sims-Let's Plays sind. Ich kann schon verstehen, dass er da auch irgendwann keine Lust mehr hatte. Wir erstellen jetzt trotzdem aber erstmal einen Haushalt. Denn ich möchte euch natürlich zeigen, was es Neues alles im Cast gibt. Das können wir recht schnell durchgehen. Dann ist das Ganze auch nicht so zeitaufwendig und auch nicht so langweilig. Erstelle einen Haushalt wird geöffnet. Und es wird geöffnet. Und geöffnet. Wo hier? Da aber auch sowas von geöffnet. Wow. Okay, gut, schöner Standard-Beispiel-Sim, können wir mal benutzen. Random-Namen suchen, dann haben wir wenigstens eine Alice. Die Alice Hammacher. Hier hat sich sonst nichts weiter verändert, es kam auch keine neue Sim-Art dazu. Neue Haarfrisuren sind natürlich wieder mit am Start. Die sind sogar ganz interessant. Ein bisschen Star Trek-lastig vielleicht. Können wir gleich sehen, wenn sie geladen haben. Die hier meine ich damit. Die hat wirklich was von Star Trek, also aus der Originalserie von damals. Hier haben wir einen ganz interessanten geflochtenen Sidecut. Finde ich eigentlich ziemlich cool, muss ich sagen. Die Frisur ist ziemlich schick, wer es tragen kann. Hier haben wir den Vegeta-Haarschnitt, den es leider nur für Frauen und nicht für Männer gibt, sonst hätte ich uns eiskalt Vegeta erstellt. Wer sich an den Sims-Livestream mit dem Movie-Accessoires erinnert, wird wissen, dass ich sogar die passenden Klamotten hätte. Die Frisur hier ist noch ganz interessant.
Je nachdem, wie man das Gesicht gestaltet. Ich finde halt solche abstrakten Frisuren schon ganz lustig. Ich meine, das gehört einfach ins Setting hinein. Und ja, gut, die ist jetzt so ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen einfacher. Ist schon in Ordnung. Kann man tragen, wenn man es tragen kann. Wenn man ein hübsches Gesicht hat, dann entstellt einen ja sowieso nichts. Gut, bei den Sims findest du immer eine Frisur, die dein hübsches Gesicht entstellt, egal wie schön du deinen Charakter gestaltet hast. Spätestens, wenn es dann irgendwie so eine gruselige Professormaske ist, die die drüber setzt oder ein großes, was sind die, Fratzengesicht. Da gibt es hier nur eine Frisur mit einer, also mit eine bei den Frisur mit Accessoires, die ich jetzt persönlich nicht so toll finde. Das sieht schon ein bisschen seltsam aus oben. Nee, das muss nicht unbedingt sein. Wir lassen die Frisur jetzt aber erstmal eiskalt. Ja, ihr müsst euch an den Anblick gewöhnen. Da sie auch einigermaßen kurz ist und wir somit die Möglichkeit haben, uns die Tätowierungen besser nachher anzugucken, hier hat sich auch sofern nichts verändert, außer dass es neues Make-up gibt, was, wie ich sagen muss, halt echt Geschmackssache ist. Ich weiß ja nicht, ob Leute in der Zukunft so rumlaufen, weil Lady Gaga macht das heutzutage schon. Da hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr erwartet als das hier. Weiß ich ja nicht. Also wenn ich dann sehe, was teilweise Modder erstellen an coolem Make-up, das ist dann schon ein gewaltiger Unterschied zu dem hier. Kann man handhaben, wie man will. Ich persönlich finde jetzt das hier noch ganz cool, aber das ist eigentlich dann auch schon alles. Was wirklich cool ist, ist der Lippenstift. Den werden wir auch im Let's Play kennenlernen. Den finde ich tatsächlich ziemlich nice. Damit kann man ganz schön viel anfangen. Ich mag solches Setting, also ich mag so verrückten Lippenstift, finde ich irgendwie spannend. Das ist halt mal was anderes, ne? Das macht natürlich ein bisschen spannender. So, und jetzt gucken wir uns noch die Tätowierungen an. Was haben wir dann da? Was haben wir dann da? Die sind schon ziemlich cool. Und zwar haben wir hier ein paar Flügel, die sich halt wirklich bestens dafür eignen, das hinten auf dem Rücken zu platzieren. Größe. Irgendwie, achso, ja, ich habe wieder den Nackenbereich angeklickt. Ich habe so ein Talent dafür, den Nackenbereich anzuklicken. Ich wollte eigentlich... Ach, Hani, was kannst du eigentlich? Gar nichts, einfach gar nichts. Ignoriert mich einfach. Genau da. Ja, man kann jetzt so ein Flügeltattoo auf die Seite verpassen. Hier die anderen Sachen sind auch noch ganz schick. So ein DNA-Strang, kannst du gleich einscannen und die Person klonen ohne Probleme. Okay, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Was wirklich interessant ist, sind doch die Vielzahl an Klamotten, die ins Spiel gekommen sind. War natürlich ein Muss. Wenn man eine futuristische Stadt aufbauen will, dann müssen alle Leute auch in futuristischen Kleidungsstücken herumlaufen. Dementsprechend braucht es viel Kleidung, damit das Ganze nicht zu langweilig wird. Und da hat sich EA tatsächlich ein bisschen selbst übertroffen, weil im Vergleich zu den anderen Add-ons teilweise finde ich alle ziemlich cool. Bis auf genau das, was ich gerade angeklickt habe. Wenn es dann geladen hat, können wir auch sehen, warum ich meine, dass da... Hallo Spiel. Would you please be so kind? Would you please be so kind? Ja, es ist sowieso, nicht Hulk und doch irgendwie. Gefällt mir nicht so ganz. Na gut, gehen wir mal schnell mit den anderen Klamotten weiter. Die finde ich ganz nett, das sieht ganz schick aus. Das hier ist auch gerade so für kurze Haare, finde ich das ziemlich cool gemacht. Die gefällt mir zum Beispiel ganz gut. Das sind alles so Sachen, die man sich halt auch durchaus futuristisch vorstellen kann. Die hier harmoniert zum Beispiel auch sehr schön mit einer Tätowierung hinten auf dem Rücken. Schlichtere Oberteile sind natürlich auch mit dabei. Jetzt nichts Besonderes, was wir nicht eventuell auch in unserer Zeit sehen würden. Aber es passt in das ganze Setting, in die ganze Gestaltung der Nachbarschaft rein. Und der ganzen neuen Items. Und das ist schon ziemlich cool. Ich muss mal gerade meinen Sound auf den Boxen lauter drehen hier. Damit ich auch selber mitbekomme, was die Sims hier so teilweise von sich geben. Sowas nehmen wir dann mal für sie hier. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das passt jetzt zu dem Grün. Ist jetzt kein Charakter, den ich jetzt explizit gestalten möchte. Das war jetzt mehr nur fürs, ne, fürs Zeigen. Gut, bei den Röcken haben sie sich ein bisschen wenig Mühe gegeben, möchte ich sagen. Gefallen mir aber trotzdem so ganz gut. Also kann man akzeptieren. Das Add-on lohnt sich schon. Ich würde trotzdem notfalls warten, bis es billiger wird. Oder vielleicht als Weihnachtsgeschenk, wenn man doch sehr Sim-fanatisch ist. Ja, bei den Röcken bin ich jetzt nicht ganz so sicher. Die gefallen mir noch nicht so gut. Diese Höschen da, da will ich gar nicht wirklich irgendwas zu sagen müssen. Die Hosen hier sind noch ganz lustig. Und die Teile hier, also die machen Arsch, du. Alter, der Knackbodo. Alter Schwede. Was noch ganz schön ist, sind so die schlichten Hosen hier. Das sieht dann zwar am Po ein bisschen komisch aus, aber das Ganze kann man ja umfärben. Aber ich würde sagen, bei ihr gehen wir jetzt einfach auf den Rock. Dann gibt es natürlich auch noch die Gesamtoutfits, die auf dem ersten Blick ein bisschen nach Tributa von Panem aussehen. Aber die haben durchaus Stil.
Nicht jeder Charakter kann es tragen, das sieht nicht an jedem Sim schön aus. Aber da kommen jetzt auch noch ein paar Outfits, die echt, echt gelungen sind, wo ich echt sage, ey, super, warum nicht immer so? Warum nicht immer so? Wenn das dann mal laden würde, was es wieder ein bisschen dauert. Man muss dazu sagen, ich besitze, was Klamotten angeht, so gut wie keinen Custom-Content, sondern halt wirklich hauptsächlich Store-Sachen und so, weil das Zeug einfach schöner texturiert ist und oh Gott. Und dann lädt das entsprechend lang. Ja, nee, danke. Das ist auch nicht ganz so mein Fall, aber hier kommen die Sachen, von denen ich rede, die auch schön von der Textur, von den Meshes her sind. Okay, ein bisschen freizügig vielleicht jetzt gerade. Aber das hier zum Beispiel ist etwas, was ich auch selber tragen würde, was ich irgendwie total niedlich finde. Die hier fand ich schick, die Sachen. Passen halt wirklich in dieses Zukunftssetting hinein. Das kann man sich voll aus einem Science-Fiction-Film vorstellen. Das hier ist auch noch sehr schön. Gut, ich stehe zwar nicht ganz so auf diese kleinen Röckchen, aber so ganz von da oben, von der Textur her und allem sehr schön gemacht. Muss ich doch sagen, die gefallen mir ganz gut, die Sachen. Die sind alle annehmbar, die sind alle tragbar und sind ja wirklich ziemlich viele dazugekommen. So, bei ihr persönlich würde ich jetzt sagen, passt das jetzt hier von der Gestaltung, wenn dann, ganz gut drauf. Bleiben wir aber bei dem Outfit, vergessen wir mal die Klamotte, die wir vorher hatten. Ist ja jetzt sowieso nur ein Beispiel-Sim. Es gibt tatsächlich auch mal 3 Paar neue Schuhe für Frauen. Für Männer glaube ich wieder nur 1 Paar, wenn ich mich da richtig erinnere. Aber die 3 Paar neue Schuhe für die Damen sind durchaus lohnenswert. Die gefallen mir persönlich ganz gut. Das hier sind mehr jetzt so die Sportschuhe. Ein bisschen schlichter, ein bisschen einfacher. Die Sandalen hier, die finde ich ganz hübsch. Die würde ich selber auch tragen. Und die hochhackigen Schuhe sind ziemlich nice. Auch wenn man da sehr angestrengt stehen muss. Aber wahrscheinlich ist das Ganze irgendwie, ja, aus der Zukunft so mit Schwerkraftdämpfern oder so, dass man da drauf steht, ohne dass man Probleme hat. Bei den Accessoires hätte ich mir vielleicht ein paar neue extravagante Brillen gewünscht. Oder Accessoires vielleicht für die Haare oder sowas. Da ist wieder sehr, sehr wenig hinzugekommen. Ich rieche regelrecht schon die ersten Store-Contents, die in den Sims 3 Store kommen werden, passend dazu. Übrigens, was ich empfehlen kann, als einziges Store-Content passend hier zu dem Inhalt, da gibt es ja diese futuristische Küche und das Wohnzimmer und das Schlafzimmer, diese Zukunftsblick oder wie das Ganze da nochmal hieß. Das passt ganz gut ins Setting rein. Das habe ich sehr viel benutzt, um mit dem Add-on zusammen jetzt hier zu gestalten. Werden wir dann auch noch sehen. Aber wie ihr seht, gibt es da halt keine Brillen und gar nichts. Wahrscheinlich, weil man keine Brillen mehr braucht in der Zukunft. Ich weiß es nicht, aber Sonnenbrillen sind immer cool. Gut, ein paar neue Ohrringe. Die sind jetzt auch nicht die Bombe, also... Da habe ich auch schon Besseres gesehen. Dann die neue Halskette, da haben sie sich jetzt auch nicht irgendwie mit Ruhm bekleckert. Ist ganz okay, kann man so machen. Die Armbänder finde ich ganz gut. Also hier auch so die Armreifen und so, das ist eigentlich ganz nice gemacht. Und auch hier so die Armbändchen. Also insbesondere die hier finde ich eigentlich ganz cool, weil die halt so einen Leuchteffekt haben. Finde ich ganz gut, ist okay, kann man, ist tragbar. Kann man machen. Muss man aber auch nicht. Und dann haben sie die Leggings, die wir vorhin gesehen haben, gibt es dann auch nochmal so zum Tragen. Wahrscheinlich hatten sie auch deswegen so einen Knackpo, weil das Ganze eigentlich mehr eine Leggings ist als alles andere. Gibt es irgendwas Passendes? Ja, naja, nicht wirklich. Naja, gut. Vergessen wir die Leggings. So, das variiert jetzt hier nicht so großartig bei den Sportklamotten, den Draußenklamotten. Da ist so ziemlich mit alles, was wir hier gesehen haben. Auch dabei vielleicht 1 oder 2 Artikel mehr. Interessant ist bei den Merkmalen, dass was Neues hinzugekommen ist. Wenn wir ein bisschen scrollen, gibt es jetzt den Bot-Fan. Der Aufschwung der Bot-Technik hat viele Sims von diesen komplexen Maschinen fasziniert und begeistert. Während die meisten Sims mit ihrem organischen Körper ganz zufrieden sind, wären andere viel lieber einen Plumbot. Oder Plumbot. Ich finde das lustig. Und dann gibt es noch... Lasst mich nachgucken. Das müsste gleich hier auftauchen. Labil. Wenn im Kopf eines Sims ein Haufen Einzelteile durcheinander poltern, nennt man sie gerne labil. Ihre Merkmale sind einem ständigen, unvorhersehbaren Wandel unterworfen und sie befinden sich stets am Rande des Wahnsinns. Finde ich ziemlich nice. Unsere Mirabella Mangold, die ich erstellt habe, unser Hauptcharakter, hat ebenfalls die Qualifikation labil erhalten. Wird bestimmt lustig, kann ich mir ganz gut vorstellen. Gut, was noch ins Setting passt, sind natürlich so Perfektionist oder sowas. Aber sonst habe ich, glaube ich, nichts Neues hier entdecken können. Vielleicht noch Workaholic, wenn man dann irgendwie noch mehr arbeitet und dann vielleicht noch Geschick. Damit man halt so jemanden erstellen kann, der auch später dann Simbotter selber bauen kann. Und dann gibt es hier neue Zufriedenheit auf Lebenszeit, Lebenswunsch-Gedöns. Level 10 der Bot-Baufähigkeit erreichen. Ja, die Bot-Baufähigkeit gibt es jetzt, die man ausbauen kann. Es gibt auch eine Karriere in diese Richtung. Da sind auch allerhand neue Lebenswünsche mit drin. Wenn ich die jetzt spontan finde, oh, das ist wieder so viel.
die spontan zu finden, wird wieder, ich befürchte, da ist überscrollig. Da könnt ihr mal lieber auf Seiten wie Simtimes oder Simension gucken. Da wird das alles schön erklärt und euch gezeigt. Ja, sie kann jetzt einfach mal mehr als eine Maschine als Wunsch haben. Bei den Nahrungsmitteln habe ich jetzt auch nichts Neues entdeckt. Also mir ist zumindest nichts Neues aufgefallen. Das Einzige, was mir neu aufgefallen ist, ach ja, müssen wir erst was auswählen, aufgefallen ist, und ich glaube, das war vorher nicht drin, das sind die Digi-Klänge. Finde ich ganz interessant. Ich bin gespannt auf den Sender Digi-Klänge. bei Farben ist natürlich auch wieder nichts Neues. Und Sternzeichen ist auch der alte Krempel, wie von früher. Und ja, ich weiß nicht, ich finde sie eigentlich ganz cool. Ich speichere sie mir jetzt einfach mal kurz in den Sim-Vorrat ab. Jetzt gucken wir uns das Ganze noch beim Kerl an. Mal gucken, was passiert, wenn wir sie auf einen Mann umgestalten. Grundlagen männlich. Ja. Dark. Frederik Arevalo. Du hast aber ganz schön viele Haare an die Beine, mein Freund. Und sonst sieht er auch etwas seltsam aus. So, Haarfrisuren. Ja, also da bin ich jetzt eher weniger begeistert. Das sieht so aus wie, ach, mir fallen die Haare aus. Was mache ich? Ach, YOLO. Oh, geil, futuristisch. Nein. Das sieht aus, als wenn jemand, keine Ahnung, mit feuchten Haaren schlafen gegangen ist und dann sind die getrocknet. Die Föhnwelle hier ist noch, ich weiß auch nicht. Es ist alles nicht, halt, das ist, gehört nicht dazu hier. Die Frisur da. Ist alles nicht ganz Fisch und nicht ganz Fleisch, möchte ich dazu sagen. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, für Kerle gab es gar keine Accessoire-Frisur. Da hätte ich mir gerade für Into the Future ein bisschen mehr vorgestellt. Ja, gab's nicht. Also da hätte ich mir gerade ein bisschen mehr für vorgestellt, aber hey. Dafür bekommen wir neue Gesichtsbehaarung. Hier, hey. Glöckner lässt grüßen. Ist jetzt nicht ganz so mein Fall, würde ich jetzt persönlich... Aber es passt wunderschön zu seinen Lippen. Muss man ja sagen. Sieht jetzt ein bisschen metrosexuell aus. Ohne jetzt irgendwie da negativ klingen zu wollen. Das hat mir jetzt mit negativer Äußerung dazu gar nichts. Das ist nichts Negatives in keiner Form. So. Du kriegst nochmal eine andere Tätowierung auf den Rücken. Wie wär's denn hier damit? Das ist doch cool. Wieso trägst du eine Medaille um den Hals? Muss das sein? Spiel? Stop. Make-up gibt's für Kerle keins. Gucken wir bei den Kleidungsstücken rein. Da haben wir leider bei Alltagskleidung, bei Outfits nur ein einziges neues Gesamtoutfit dazu bekommen, was, wie ich finde, jetzt nicht so toll ist. Ja. Ne? Oh, ich muss mal die Accessoires da wegmachen, das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Spiel, stop! What are you doing? Ja, die Ohrringe sind jetzt auch nicht so mein Style. Das kann weg. Ach, hier gibt's neue Armbänder dann. Okay, super. Ja, nein, danke. Gucken wir mal bei den normalen Oberteilen. Da sind nämlich einige dabei, die ich auch wieder persönlich ganz schön finde. Und die auch so sonst in Sim-Setting passen, ohne dass man jetzt denkt, die passen aber definitiv nur in die Zukunft und sonst gar nichts ins Spiel. Aber wirklich nicht. Nee, die passen auch generell in das ganze Spielsetting ganz gut rein. Bis auf, wieder mal, das erste Beispiel ist so, ich weiß ja nicht, was das Spiel hat, aber warum muss das erste Kleidungsstück immer das Derpige sein? Hat bestimmt auch irgendwelche magisch-mystischen Gründe, aber hey, I don't care. Na komm schon. Oh, come on, come on, come on, come on, you can do it, come, come on. Oh my goodness, it's horrible. Ja. Die hier finde ich noch ganz schick. Die kann man auch ganz gut gestalten. Das hier ist noch ganz stylisch. Lederjackenstil halt. Damit weiß ich jetzt wieder nicht ganz so viel anzufangen. Das sieht mehr aus wie ein Tarnanzug. Das hier ist ja so gerade so, ja, Laborkleidung kann man sich ganz gut vorstellen. Finde ich eigentlich ganz nice. Hier so für die etwas muskulöseren. Jetzt wünsche ich mir die Vegeta-Frisur. Jetzt hätte ich gerne die Vegeta-Frisur. Au! Ja, das hat so ein bisschen asiatisch angehaucht. Das hier kommt mir auch so ein bisschen asiatisch vor. Ist ganz okay. Hier so mit so ein paar Löchern an der Seite, damit das Ganze modern aussieht. Ich weiß ja nicht. Auch hier weiß ich ja nicht. Nur weil man ein paar Ecken und Kanten reinbringt, ob das direkt futuristisch ist. Und das hier sieht eher aus wie mega gigantische, riesige, apokalyptische Schweißflecken.
passt überhaupt nicht zu ihm. Was passt denn zu ihm eigentlich ganz gut? Das... Hier. Oh mein Gott! Es ist eine Star Trek-Uniform! Ja, Kinders, also mit dem Add-on lässt sich, glaube ich, da so ein bisschen Star Trek-Feeling auf... lässt sich so ein bisschen Star Trek-Feeling gestalten. Da kann man schon so ein bisschen was machen, aber... Ist jetzt auch nicht so der Burner. Und, die Hosen. Die hier vielleicht noch. Ansonsten haben wir neue lange Hosen bekommen. Die sind ganz in Ordnung. Kann man natürlich auch wieder hinten so dieses Höschen da und vorne dieser... Ich finde den Hosenschlitz nicht so toll. Die Shorts sind ganz nett. Sind sehr schlicht und klassisch. Ich weiß nicht, was daran jetzt futuristisch sein soll, aber hey. Schuhe... Haben wir nur ein paar neue Schuhe bekommen, aber hey, was soll's? Da gehen die Männer halt wieder mal ein bisschen leer aus. I don't care. Ja, können wir ihm jetzt auch mal gerade spontan anziehen. Und natürlich bei den Fähigkeiten und den Kram bleibt das alles beim Gleichen. Ja, nee, den möchte ich nicht unbedingt speichern. Ja, ich möchte da wirklich wieder raus. So, ich habe euch im Cast gezeigt, was es alles Neues gibt. Habe euch hoffentlich ein bisschen neugierig auf die Zukunft gemacht. Wir sehen hier oben, aha, Oasis Landing ist, also Oasis Landing muss man ja so sagen. Oasis Landing ist die neue Stadt, die wir erst bereisen können, wenn wir in die Zukunft kommen. Und ich würde sagen, ich beende jetzt Part 1 mit dem Cast und gleich heute kommt auch noch Part 2. Also keine Sorge, ihr müsst nicht bis zum nächsten Tag warten. Heute kommt gleich noch das zweite Video zu diesem Let's Play, wo wir das erste Mal ins Spielgeschehen quasi übergehen werden und uns mal der Aufgabe in die Zukunft zu reisen. Ich habe ein bisschen Angst, was passiert. Wir werden uns der Aufgabe in die Zukunft zu reisen stellen. Mal schauen, was passiert, denn ich habe das Add-on noch nicht angetestet. Also ich habe es installiert und ein bisschen was dafür vorbereitet und gebaut und ja, ne, könnte spannend werden. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns gleich im nächsten Part wieder, wenn es losgeht mit der Reise in die Zukunft. Bis dahin!